Jetzt brauchen wir Holz auf jeden Fall. Wie viele Felder haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich werde noch so 6 Stück bauen oder so. Sicher, sicher. So, haben wir jetzt genug Holz bald mal zusammen? Sehr gut. Bauen wir erstmal hier runter. Hier am besten, wo es Gold ist. Geht das nicht oder was? Hier geht. Machen wir hier, das ist doch spitze. Dann müssen wir aber noch ein paar mehr hinschicken. Nehme ich mal. Ja, nee, ich nehme lieber mal die von Gold hier. So, du auch noch. So, hier bauen wir mal weiter. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Geht erstmal zum Gold. Und die nehmen wir auch noch. Und dann gucken wir mal, wo wir das dritte Dorfzentrum hinbauen. Ich würde mal sagen, hier hin. Hä? Ich weiß noch gar nicht, wo haben wir denn hier noch einen Stein vorkommen? Habe ich wieder zu schlecht gescoutet. Hier ist noch eins. Ja, dann bauen wir hier das Dorfzentrum hin. So. Dann müssen wir aber jetzt auch gleich noch ein paar hinschicken. Nein, 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 du nicht. Okay, da bauen wir erstmal. Wir müssen jetzt Häuser bauen. Und zwar schnell. Bauen wir hier. So. Weil sonst haben wir gleich ein Problem, weil wir am Cap sind. Ja gut, mein Speer ist ja tot. Aber bislang sieht es ja noch ganz okay aus von Punkten her. So, wir müssen halt jetzt wirklich, darf ich es nicht verpeilen, jetzt hier die ganze Zeit den Dorf zu pumpen. Ja, du baust mal noch ein Feld. Die gehen jetzt sowieso erstmal hintereinander aufs Gold. So. Ah, Holzmangel. Das gibt's doch gar nicht. So, dann geht die erstmal zum Holz noch. Wir müssen ja noch welche auf Gold schicken. Aber erstmal brauchen wir erstmal das, die Basisdinger. So, die schicken wir erstmal noch alle auf Holz. So, wie viele sind jetzt hier? Eine nur, das ist schlecht. Dann nehme ich mir mal noch die drei vom Stein hier. Dann schicke ich dann gleich neue hin. Argen Holzmangel hier, das kann nicht wahr sein. So, aber jetzt wird das ja gleich im Laufen gebracht und dann, ich hoffe, dass wir dann von Punkten wieder nachkommen. Also, weil bislang holt er gut ein hier. Das ist noch 300 Punkte Unterschied. Ja, die Mauer ist ja echt für den Arsch, die kann man ja auch wegmachen. So, die steht dumm rum. Brauche ich mal noch ein Haus, was ich zauber direkt jetzt. So, du kannst zum Stein gehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar im Holz dann. Und den Spaß muss ich auch noch upgraden. Guck mal, hier Mühle können wir auch noch machen. Nicht genug Holz, ja, welche Überraschung. So, das ist auch fertig, das ist spitze. Hier läuft auch überall gerade. Ne, hier wird nichts hergestellt. Müssen wir mal machen. Gehen wir auf Stein. Und jetzt müsste es ja eigentlich ziemlich schnell hier vonstatten gehen alles. Also wir brauchen ungefähr so knapp 100, dann gehen wir dann Tech 4. Kennt ihr ja. Brauchen wir auch noch ein Haus. Jetzt rennen wir auf den Punkten wieder davon, hoffe ich zumindest, dass das so ist. So, ich werde jetzt hier mal als nächstes dann den nächsten Marktkanal upgraden. So, hier müssen wir auch noch ein paar hinschicken dann. Das mache ich gleich mal. Geht man hier hoch. So, der steht auch noch dumm rum. Geht wieder zum Holz. Die auch. Wir müssen, glaube ich, auch noch Felder bauen. Haben noch nicht genug. Steht noch einer rum? Ja, Tatsache. Krass. Hier hin. So, Dorfi. Markkan. Und hier auch noch Dorfis weiter. Ich baue mal noch ein Feld. Das ist das letzte jetzt aber. Zett mal. Ich hoffe auch, dass es. Ja, gut, ich hatte das ja getestet. Das ist der einzige Durchgang. Es ärgert mich gerade, dass ich nicht null sehe, was er hat. So, das nervt mich ein bisschen. Rein theoretisch würde es so Sinn machen, da jetzt dann mal ein Tor durchzubauen, oder? Macht das Sinn? Ich baue es einfach mal. So, weiter Dorfis pumpen. Wir dürfen uns gleich nicht vergessen. Und ich fange dann jetzt langsam schon mal an, Waffenschmiede. Hat schon das belegt? Das habe ich wieder vergessen. Schau einfach mal nach und versuch's mir zu merken. Hotkey. Ah ja, die habe ich auf die Maus belegt, ne? Nee, ach keine Ahnung, muss ich da nochmal nachschauen. Ich weiß nicht, was das für eine Taste ist, wo ich das drauf gemacht habe. Also ich baue es mal direkt hier hin. So. Und weiter geht's. Dorfis, Dorfis, Dorfis.
Das sieht ja erstmal ganz gut aus hier. Wo ist denn hier? Hier muss doch irgendwo noch Gold sein, ne? Ich scoute am besten mal. Ich nehme jetzt mal den hier und schicke den einfach mal hier in die Ecke. Und wir haben jetzt genug Dorfis, die wir gerade machen. Damit ich ja sehe, wo ich hier dann vielleicht noch ein viertes Dorfzentrum baue oder wo ich dann einfach nur Gold habe. Hier ist noch Gold. Das sollte ich halt auch direkt abbauen. Das ist Verschwendung, wenn ich es nicht jetzt mache. Hier haben wir noch eins. Da schicke ich mal noch vier Stück hin. So. So, weiter Dorfis. Und jetzt müssen wir gleich wieder Häuser bauen, sehe ich gerade. Mach du mal erstmal. So, die sind fertig, das ist spitze. Müssen wir gleich hier auch noch ein Haus hinbauen. So. Ja, hier brauchen wir erstmal nichts machen. Eine Burg müssen wir jetzt bauen. Da haben wir aber fast genug dafür. Das ist spitze. Nehme ich mal hier von. Wir sind ja viel zu viel jetzt fast am Stein, würde ich sagen. Ja, bislang läuft es noch halbwegs flüssig hier. Vom spielerischen her gesehen. Nicht vom Spiel. Darf man nicht verpeilen. Ja, dann baue ich halt direkt hier hin. So. Ist jetzt hier eingesperrt. Kommt hier nicht mehr raus, hä? Irgendwo ist ein Wolf. Ja, das ist Pech. Versuche wenigstens mal noch ein bisschen zu scouten, anstatt zu kämpfen. So, weiter Dorfies. Ich muss auch noch ein paar Häuser bauen. Mal hier noch eins. Hier noch eins. So, das hätten wir. So, machen wir noch das hier. Wir können dann auch bald schon die nächste Zeit angehen. Die Burg ist auch bald fertig. Also läuft zumindest gerade. Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Also ich werde ganz viel Infanterie wieder bauen. Ich werde aber auch Langbogenschützen viele bauen. Und ein paar Katapulte. Und halt so vier Triebwerke oder so. Muss ich mal gucken. Das kann nicht so schlecht sein auf jeden Fall. So, du brauchst mal noch ein Haus. Das reicht dann aber auch erstmal. So, die steht auch noch rum. Die kann ich wahrscheinlich töten. Tut mir echt leid, aber ging nicht anders. Sie war halt nicht in der Lage, durch das Haus zu gehen. Entschuldigung. So, hier ist nicht mehr wirklich was, hä? Wir können mal hier nochmal schauen. So, das hätten wir. Jetzt können wir eigentlich nächste Tech gehen. Wir brauchen noch ein bisschen Nahrung, wie es aussieht. Am Stein habe ich echt viel zu viele, glaube ich. Aber soll ich die sonst hinhauen? Wir können halt höchstens noch irgendwie Nahrung. Weil Nahrung haben wir Mangel und wir müssen ja bald Einheiten bauen. Da baue ich mal noch ein paar Felder. Das reicht dann noch nicht mal, um nächste Tech zu erreichen. Ah, oh, komm schon. Das ist krass, so krass, wie viel dumm rumstehen, ey. Ja, ist jetzt nicht so effektiv, wie ich baue, aber ich muss die ja irgendwie jetzt hier einsetzen. So, du darfst hier unten mal noch ein Feld bauen. Das wird mal gesät, machen wir gleich mal neue hier. Und jetzt müssen wir gleich nächste Tech erreichen können. Dann. Das ist eigentlich schon wieder viel zu. Ich glaube fast zu lang, wo ich mich aufhalte, aber dafür haben wir echt viele Dorfies, ne? Kann man nichts gegen sagen. Was brauchen wir denn fürs nächste Tech? 1000 Nahrung. Ja, dann kaufen wir uns das einfach mal. Bin ich jetzt mal so frei. So. Hättest du auch einfach die Dorfies weglassen können, aber egal. Also hätte einfach weglassen können, dass ich die baue. Aber passt schon. So, und jetzt geht's ab hier. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Welche Taste hat sich das nochmal? Ja, glaube ich. Ja. Okay, also. Los geht's. Bauen wir erstmal vier Stück. So. Macht mal. Genauso hätte ich gerne noch eine Schmiede. Ah, nicht nur eine. Nehmen wir die hier einfach mal. Ich baue gleich mal noch zwei Schmieden. So. Krass, es hat gerade jeder was zu tun, ey. Und ich muss jetzt auch Häuser bauen, weil sonst verpeile ich das dann wieder. So viel Dorfies muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr machen. Hier unten ist auch noch ein Goldlager, das werde ich auch gleich mal noch bebauen. So. Ritterzeit ist er jetzt. Na gut, aber wir werden auf jeden Fall vor ihm Imperialzeit erreichen. So, wie sieht's aus? Kasernen sind fertig. So, jetzt fangen wir schon mal an mit Upgraden hier. Ich mache erstmal Infanterie. Ich werde einfach alles upgraden. So, da steht auch noch dumm rum. Darf man hier noch mithelfen? So, wir bauen schon mal ein paar Langbogenschützen. Das steht auch dumm rum. Häuser bauen. Ganz dringend Häuser bauen.
So, das hätten wir. Steht keiner drum rum. Krass. So, okay. Machen wir mal das hier auf die 6. So, da kann ich erstmal... Es müsste W sein. Nee, dann müsste es R sein. Nein. E. Okay, E ist es. Katapult ist ein E. Muss ich mir merken. Hat das ja auch so belegt. So, was mache ich auf die 4? So, E ist wahrscheinlich Infanterie, genau. Ich muss aber auf 1. 1 muss ich upgraden. Oh, ist das nervig. Was ist denn das eigentlich? Sichtweite wird erhöht. Das braucht man nicht. Was ich nervig finde, ist ganz einfach, dass das nicht für alle gilt. Also man markiert alle, sagt denen, ja, baut da Einheiten, aber das wird nur für eins gemacht. Also kann nur, wenn jemand weiß, wie man das für alle gleich macht, wenn man einmal die Einheitentaste drückt, dann kann das mir gerne sagen. Das würde mich mal interessieren. So, weiter Einheiten bauen. Wir können ja sogar schon Triebwerke errichten. Jetzt geht es von Punkten richtig ab hier. So, weiter upgraden. Darf ich nicht vergessen. Wir haben ja sogar noch eine Schmiede. Die muss ich auch gleich dann mal noch einsetzen. So, hier sind, haben sie auch zu tun. Wir können das ja auch nochmal... Ach, weiter upgraden geht gar nicht. Okay. Ich muss weiter Häuser bauen noch. Also ich will jetzt gleich auch die 200 dann voll haben. Jetzt fängt es halt richtig übel an zu ruckeln. Ja, machen wir jetzt irgendwie. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis alles voll wird. So, passt schon. So, Mühle. Kann man noch was? Ja, FFFFF. So, das hätten wir. Und jetzt weiter Einheiten pumpen. Und vor allem upgraden, nicht vergessen. So. Pikaniere werde ich erstmal nicht bauen. Ich gehe jetzt erstmal nur auf die Infanterie hier, auf die Schwertkämpfe. So. Ach, mit E geht das echt viel besser, wenn man das eingestellt hat. Die habe ich auch auf E, glaube ich. Ein Triebwerke müsste auf R sein. Ja, Tatsache. Cool. So, Waffenschmiede auch noch gleich upgraden. Nicht genug Nahrung. Na gut, dass ich schon ein paar Pferde gebaut habe. Man sieht da schon, dass, ja. Holz haben wir genug. Können wir die mal noch hinschicken, ey. Ich schicke die mal hier aufs Gold noch. Ja, geht mal hier hin. Bau du mal noch ein Haus hier. Keine Ahnung, so. So, hier müssen wir eigentlich nichts mehr bauen. Wir können höchstens mal noch hier, dass, mit der, dass die mehr aushalten. Ja, kostet doch nichts. Machen wir einfach, ne? So, auf jeden Fall kriegen wir jetzt schon gut Einheiten zusammen. So, ich muss dann auch Triebwerke bauen. Machen wir jetzt gleich mal. Weil eigentlich könnten wir jetzt schon angreifen, denke ich. Wir müssen nutzen, bevor da jetzt hier ins nächste Tag kommt. Auf jeden Fall. So, Katapulte gleich nochmal. Ach nee, Nahrung. Wie viel brauchen wir denn? 800 Nahrung. Jetzt geht's. Sehr gut. Ja, desto länger ich jetzt warte mit dem Angreifen, desto mehr ruckelt's. So, das passt erstmal. Geht bitte alle hier hin, so weiter pumpen. Und ich muss ja noch weiter upgraden vor allem. Jetzt haben wir Nahrungsmangel. Ich kaufe mal Nahrung. Wir haben... Ich verkaufe erstmal Holz. Nahrung kaufen ist scheiße. Tue ich eigentlich nicht. Das wird jetzt so schnell gehen gleich. So. Jetzt machen wir auf die 4. Katapulte machen wir auf die 3. So, und das machen wir jetzt die ganze Zeit so. So, weiter upgraden hier. Lass mich verpeilen. Schmieden. Ja, es ist ja so klar, dass es jetzt hier ein bisschen langsamer wird, weil ich muss ja jetzt erstmal, das ist jetzt wieder so ein bisschen unbekanntere Gefilde, wo ich ja noch nicht so oft war. Und das wird dann mit der Zeit natürlich dann auch schneller. Nicht genug Nahrung schon wieder. Kaufen. Ich kaufe jetzt, kaufe ich Nahrung? Ja, machen wir einfach mal. Wobei, ja, egal. So. So. Dann bauen wir aber noch einen Triebwerk, das reicht mir noch nicht aus. So, ein Haus bauen wir noch, wie es aussieht, hä? Der steht dumm rum. Na komm. So, und dann haben wir aber jetzt alles. Gehst mal auf Gold. Wir können jetzt auch noch ein paar zusammensuchen, die wir dann mit ins Lager nehmen. Da bauen wir einfach Türme oder so, würde ich sagen. Ich nehme mal noch ein paar mit. Dann machen wir mal die 7. Das war super am Arsch der Welt, aber geht jetzt erstmal nicht anders. Ich sollte wahrscheinlich Kasernen gar nicht belegen, sondern einfach, dann einfach die Taste nächste Kaserne nehmen. Das ist wahrscheinlich die schnellste Variante. Das mache ich dann das nächste Mal. Versuche es mir zu merken. So, weiterbauen. Bogenschützen, wollen wir die upgraden? Das macht schon Sinn, hä? Huh? Das kostet zu viel. Ich baue erstmal noch normale Bogenschützen weiter. So, Katapulte bauen wir auch noch gleich welche. Und Nager. Ich überlege, ob ich jetzt schon mal angreife. Warum nicht, hä? Huh? Können wir ja gleich mal gucken, was er so hat.
Ah, ich mach die jetzt einfach auf die 4. So, dann mach ich das auf die 5. Das auf die 6. Das auf die 7. So. Was ist denn die Taste? Ist, glaube ich, T. Schießanlage, okay. Na ja, dann greifen wir mal an, hä? Ich werde mal noch Cassian. So, dass die direkt. Ja, gehen wir erstmal los. Würde ich sagen. Ah, nein! Scheiße, das ist dumm, weil da habe ich ja die Triebwerke. So. Ja, geh das mal durch. Ah, nein! Halt! Oh, jetzt kriege ich das. Wisst ihr was? Ich reiß das jetzt einfach ab. So. Passt das mal. So, und die mache ich jetzt auf die 5. So, und ich muss aber weiter Einheiten pumpen. Das darf ich nicht vergessen. So, ich kann dich jetzt upgraden. Sehr gut. Und Katapulte haben wir. Onago haben wir jetzt auch schon einige wieder. So. Geht mal hier hin. Kann ich eigentlich nochmal upgraden? Was sind die auf Cap? Ah, ich kann die nochmal upgraden. Das muss ich noch schnell machen. Na ja, komm, ihr werdet jetzt nicht den einen Dorfi sterben lassen, oder? Die auf die 2? Oh, das ist irgendwie gerade durch den Lag und so nicht so cool. 4. Onaga auf die 3. Wo sind die restlichen Onaga hin? Was haben wir jetzt nicht? Die kommen ja nicht durch. Klar kommen die durch. Komisch. Okay, dann greifen wir mal an. Der IT hat einen Turm. Da können wir ja gleich mal die Triebwerke ausprobieren. Die bleibt erstmal hier stehen. Okay, das muss jetzt schnell gehen. Nicht, dass er jetzt irgendwie aufholt. Da ist er nicht mal Tech 4. Wir können auch noch ein bisschen upgraden. So. Wir müssen aber noch mehr Einheiten bauen, auf jeden Fall. Auch noch ein paar Bogenschützen. So. Ja gut, wir können einfach mit denen, weil die machen auch alles super schnell kaputt. Können wir ja hier die Bogenschütze mal nehmen und hier ein paar Dorfis. Ah, scheiße, hier hat er auch noch was. Aber eigentlich sollen die Türme doch nichts anschauen. Ah, guck mal, jetzt hier kommt er. Nehme ich die Bogenschütze mal hier hin, Katapulte hier hin. So, greift mal an. Ah, die Katapulte sollen jetzt nicht schießen, wenn da meine Schwertkämpfer drauf sind. Ist ja ungünstig. Ah, das sind ja total billige Einheiten, die er da hat, also. Die sollen da jetzt nicht viel ausrichten. Was haben wir? Ja, komm. Was will er da machen? So. Er hätte wahrscheinlich auch von hier oben. Wir wissen nicht, ob der auch eine Mauer gebaut hat. Keine Ahnung. Mal gucken, wie viele Punkte wir jetzt schon haben. Katapulte holen wir jetzt auch mal her. Ja, der Turm bringt halt echt gar nichts mehr ihm. Ne? Also. Das ist ein bisschen für den Arsch so. So, was bauen wir jetzt noch? Ein bisschen haben wir ja noch. Bauen erstmal, tun, dass wir die Triebwerke wieder abbauen. So. Dann nehmen wir die mal noch dazu hier. Ja, nee, Katapulte. Ich habe halt immer Angst, dass die Katapulte auf meine Leute schießen. Ey, das mag ich nämlich gar nicht. So, komm mal mit. Ja, bauen wir jetzt hier einfach mal noch so Schießanlagen. Was soll's. Vorsichtshalber. Und es sieht mächtiger aus, wenn ich jetzt hier noch was baue. So, Angriff. Los geht's. Ah, jetzt kommt er. So. Ah, guck mal, was die Bogenschützen für eine Reichweite haben. Ey. Krass. Richtig cool. Ja, das dürfte doch schaffbar sein, oder? Die Bewohner mal wieder ran. So, erstmal das Dorfzentrum hier plätten. Ja, das sieht doch gut aus hier. Guck mal, wir haben jetzt hier 9300 Punkte. Wir haben ja das Dreifache von dem fast. GG, sagt er.
Das dürfte dann fast gewesen sein. Also ich denke jetzt mal davon aus, dass er jetzt hier aufgibt. Und ja. Ich sag mal so, er war besser als mein allererster Gegner hier, wo ich Multiplayer gespielt habe. Er war aber mit Abstand schlechter als der letzte Gegner, den ich da hatte, in Teil 4. Ich werde vielleicht mal gucken, dass ich dann für die nächsten Folgen eine andere Strategie mal ausprobiere, weil jedes Mal das gleiche ist vielleicht auch nicht so spannend. Wobei gegen gute, oder was heißt gut, aber gegen etwas bessere Gegner könnte das ja dann schon wieder interessant sein. Aber das war jetzt, das war eigentlich ganz souverän, wie das ablief, war ich jetzt selbst überrascht. Freut mich auf jeden Fall. Mal gucken, wie ich dann nächste Folge mache. Könnt ihr auch mal schreiben, was ich noch besser machen kann, was ich vielleicht mal spielen soll. Weil, wie gesagt, gibt auch so Tower Rush und das ganze Zeug. Muss ich mir mal angucken. Ja, ne? Also da gibt es noch viele Möglichkeiten. In diesem Sinne würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge dann wieder einschaltet, wenn es heißt, Beam versucht, Age of Empires 2 gut zu spielen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.